habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, da ein bisschen auf die Community-Server zu kommen. Ausrufezeichen DC, dann könnt ihr bei mir auf dem Discord LS22 Silverrun kommen. Ist quasi der Reiter für die für hier auf dem Server mitzumachen. Und erstmal wird fleißig produziert, vor allem ist es wieder nur Holz wegmachen. Aber der liebe Johannes hat ja schon in den einen, in den anderen kommenden Stream schon gesagt, oder Videos, nachdem wir ja hier voll die Steuerungsprobleme hatten, dass er ja nicht so der Forstarbeiter ist. Kann ich auch verstehen, also wie gesagt, daher haben wir auch den Holzfäller-Mod drauf und den das schöne Biest für Hackschnitzel zu machen, weil das ist nämlich das, was nämlich da auch am als nächstes nämlich ansteht. Nicht nur das, sondern wir brauchen demnächst nämlich auch noch ein Grüpper. Und da ja hier der liebe Manu letztens hier gut Manu, alias der böse Wolf, hier schon fleißig war, alle Bäume gefällt hat ohne Ende, werden wir erstmal jetzt gemütlich hier die ganzen Stämme da wegballern. Also wir brauchen noch ein. Genau, Manu ist nicht lieb. Eieiei, lass ihm das bloß nicht hören, ey. Du weißt ja nie, was da noch da kommt, ey, ne? Naja. Aber meine Lieben, ich wünsche euch erstmal auf jeden Fall einen schönen Start in den Montag. Schön, dass ihr da seid. Ich weiß gar nicht, was ich genau darf. Ja. Ach ja, aber es freut mich auf jeden Fall, dass die Videos von der Farm da gut ankommen. Ich habe nämlich deswegen jetzt entschieden für den lieben Johannes, dass wir dann quasi noch einen zweiten Hof holen und für die Bewirtschaftung hier die Felder, wenn er die Felder machen möchte, kann er sie gern machen. Das ist kein Problem. Manu hat ja auch uns einen Tipp gegeben, dass wir da vielleicht Schafe nehmen sollen. Das wird ja was. So, was machen wir? Dich mal weg. So. Wir haben erstmal alles hier. Mal weiter aufräumen. Was mit dir? Ah. Kann doch keiner kommen, weißt du doch. Oh. Oh oh. Achso, ja. Ich frag mich schon, warum ich den Baumstamm nicht heben kann. Oh mein Gott. Ja, drück doch mal zweimal die Alt-Taste. Schwer, Bart, trink mal Kaffee oder mach irgendwas, ey. Aber trink was. Alles klar, gerne. Ja, Fanta wegen heute Abend, habe ich ja gesagt, wir gehen dann noch ein bisschen ETS 2 fahren. Wie gesagt, dass ich noch ein paar neue Aufnahmen für die Woche habe. Und morgen, meine Lieben, machen wir das so. Ich weiß, es kommt heute nur, ich glaube, ein Video vom LS. Wir werden noch OMSI aufnehmen. Das werde ich aber offscreen machen. Quasi, was du heute aufnimmst, kommt morgen raus. Aufgrund des, was ich halt heute machen möchte. Wir haben ja heute noch einen Plan Sengoku Dynasty. Wir hatten noch, dass wir unbedingt zocken wollten, und den ACC-Training, also zwischen 17.30 Uhr und 17 Uhr hoffe ich, dass beim werde ich halt noch gerne eine Stunde damit verbringen, also eine Stunde, anderthalb, dass wir dann noch ein bisschen ACC fahren auf dem Huma Trainingsserver. Allerdings die 4 Stunden jetzt erstmal nutzen für ein bisschen Farm, ein bisschen LS, für OMSI zu fahren. Und ich hoffe mal auf dem Discord. Das war Bing.
So. Und hoffe natürlich, dass wir da keine Probleme haben. So, ja, also wie gesagt, zwei Plätze sind noch frei. Und, also wenn Fanta jetzt gleich noch kommt, das wird jetzt ein bisschen lustig. Allerdings, denkt dran, Aufnahme läuft schon, ne? Die Aufnahme läuft schon. So. Was haben wir denn hier noch? Ach, den haben wir schon mal sauber gemacht. Sorry. Allerdings bin ich am überlegen, ob ich denn den Server, also er läuft zwar, aber ich würde ihn halt gern 24 Stunden, können wir es aber so drauf, aber die Produktion einfach weiterlaufen lassen, weil wie gesagt, ich bin schon seit heute Morgen um, schieß mich tot, 2:30 Uhr, schon wach, also da haben wir schon ein bisschen was zu tun. Hi! Moin, ihr Lieben. Dankeschön, Pavel, für dein Raid. Mist_ hat gerade mit 118 Zuschauern geredet. Danke für deine Neugier. Ja, voll die Neugier, ne? Dankeschön, ihr Lieben. Ich habe ja auch vorhin gerade noch gesehen, ihr seid ja noch im Ausfang. Ach, wie heißt es schön? Ausliefern gewesen. Oh, einmal das. Ach ne, ich will nichts speichern. So. Jo, moin moin. Schoki. GTA. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Ah, lass mich mal kurz noch schnell mal den SO reinballern. So. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. So. Ja. Also. Ja, ich weiß, ich habe heute grünes T-Shirt die ganze Zeit angehabt. Also. Ich war noch im Überlegen, weil ich habe mir vor. Letzte Woche habe ich mir noch mein Deutz-Trikot, weil ich mal von der FarmCon geholt habe. Gewaschen und gebügelt. Oh, ich und bügeln. Ey, das könnt ihr vergessen. deswegen habe ich gedacht, ah ja, komm, dann schick mal das her, wenn wir ein bisschen wieder LS zocken, dass wir da mal ein bisschen was haben. Aber, ja. Komisch, wenn ein Blaustich drin ist, dann sieht man mich wieder, ne? Och, ja, ja. Aber, ja. Man könnte es auch so sagen, ich bin wie ein Zebrastreifen. Man sieht mich nicht, man sieht mich nicht. Naja. Aber so ist es. So. Ja, was steht denn heute auf dem Plan? Also wie gesagt, man braucht ja erstmal 4 Stunden. Fanta will ja auch gleich auf den Server kommen. Grinse, Katze, wie alles, ja. Weißt du, ich bin heimlich so vorm Spiegel am Üben, wenn ich das so der Cringe, ne? Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. So. Aber das ist er. Naja, also. Meine Freundin könnte das nicht machen. So wie ein Cringe wirken. Sie könnte cringy sein, ja. Aber ob's das wird? Ups. Warum schmeiße ich denn den Stamm weg? So, ja. Ah, da kommt er schon. Mal gucken, ob er gerade noch auf dem... Ach, da ist er ja. Moin. Mahlzeit. Ah, der liebe Fanta. Ey, ich hoffe, dass du heute nicht in die... Wie hat er den Raum genannt? Stille Treppe, ne? Ja, aber ist ja nicht online. Also von daher kann ich noch ein bisschen über ihn lästern. Der Fanta wurde nämlich letztens wenn er ab und zu mal frech war, in die stille Warteraum, stille Treppe gesetzt. Aber ich war ja nicht frech, das ist ja das Problem. Ja, eben.
Also, oh mein Gott, ist das Spiel laut. Ja. Aber was soll's. Ja. So, genau, weil hier ist nämlich die Fläche, wo nämlich die Forstschule, die Forstwirtschaft drankommen soll. So, einmal. Ja, warte mal. Du bist doch bei mir im Hof. Nee, du musst noch zu mir in zu der Holzlitscher kommen. Ja, Moment, ich muss eben hier ein bisschen leiser machen. Ist so. Alles klar, sei einfach Bescheid, dann gebe ich dir noch die Rechte. So. Das Spiel habe ich. Nein. Ja. So, jetzt bin ich da. Jawohl. So. Säge, na. Helfer. Was war's noch? Verträge verwalten, genau. So. Manu war nämlich hier schon fleißig, da hat nämlich ja, wie gesagt, hier alle Bäume gefällt. Ja, aber nur gefällt, ne? Aber nicht entastet. Wow. Das ist also. Naja. Schlechter Mitarbeiter. Ja, das stimmt. Das muss. Halt mir auch. Das müssen wir halt machen. So. Wow. Ey, ich bin vorhin noch, wie gesagt, vorhin, wo ich schon gesagt habe, dass ich noch 2 Stunden AFK war, wo ich für die LFM noch gefahren bin. Ja, die Arbeit liegen lassen, das stimmt, ja. Der einsame böse Wolf. Ja, richtig böse. So. Ah, das Gestrüpp kann er wegmachen, ey, aber. Na? Elbe Farming, schön, dass du da bist. Moin! So. Ja, aber sag mal so, Manu ist nicht so der Holzfäller-Typ. Ich auch nicht. Er ist. Also zu zweit macht's mehr Bock, ja. Das stimmt, aber. Ja, aber ganz ehrlich, Holz, das ist eine Materie für sich selbst, ja. Also das muss man echt mögen. Beim 19er bin ich voll drauf abgestanden. Also da war ich wirklich voll. Da habe ich zwar offscreen gemacht. Aber. Oh, verdammt. So. Also. Dich nimmer. Die Stämme, wo du schon alle entastet hast. Legen wir alle gerade mal dahin. Ja. Uns geht's gut. Sind zwar Haufen müde, aber ja. und ich bin gespannt, ob wir die 4 Stunden durchhalten hier wegen meinem Internet, nicht, dass da wieder voll die Probleme geben. Weil bei uns sind nämlich die Bauarbeiten für Glasfaserkabel hier nämlich schon voll im Gange. Ich habe schon gedacht, wir kriegen sie schon gar nicht, ey. So. Was hatte man denn noch? Achso, genau, was ich noch sage, wegen dem ATS2-Server können ja dann, wenn das klappt, also schon entastet, heute Abend nach dem Rennen, ich ein bisschen weiter mit dem Training da fertig bin, wie gesagt, eineinhalb Stunden, eine Stunde habe ich geplant, 17 bis 18:30 so rum. Und genau. Schmeiße einfach gerade so drauf, ist egal. Und dann können wir nochmal ein paar Touren aufnehmen. Weil morgen morgen können wir auch nochmal machen. AC10 weit werde ich jetzt erstmal, also von dem Spiel, was ich erstmal rede, ist Assetto Corsa Competizione. Und ich mache die LFM damit.
Und dann machen wir am Montag, Mittwoch ein bisschen was. Ja, wir müssen sowieso noch mal quatschen mit den Mods, was du da für Mods drauf haben möchtest. Genau. Das werden wir alles morgen früh machen. Also, wie gesagt, morgen früh. Ich bin auch gerade. Morgen früh? Morgen früh bin ich nicht da. Achso. Okay, Oh ja. Shit, ich muss auch beim Arzt anrufen. Ich bin gleich wieder da. Alles klar. auf der Lonson Map, okay. Ja, ist bestimmt auch. Das sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Wisst ihr was? Lass mich mal gerade googeln. Wie gesagt, ich hab zwar hier eine Nummer. Muss ich da. Ach, wie schnucklig. Was ist die jetzt? Nee. Nee. Ah, die war nicht schlecht. Na. Also die Lonson oder Lonson Map? London. Aber wenn es die, wo wir gerade gesehen haben, das stimmt. Ja, ich bin immer noch schwer am Überlegen, ob ich, weil ich bin hier auf dem Flachland und hier wird sehr viel angebaut. Unterschiedliche Fruchtsorten von Weizen bis Kartoffel, Karotten und hast du nicht gesehen. Ob ich es halt wirklich mal versucht, jede Umgebung für mir halt mal die Map halt zu bauen. Ne? Weil Zeit hätte ich genug, Bock hätte ich drauf, aber das soll halt dann schon auch was hermachen. Und ganz ehrlich, wenn man halt schon sieht, klein, schnucklig, also so wie die Osada ist, ne? Das hat mir auf jeden Fall total gut gefallen. Also, lass mich mal gucken. Dann kommt die auch noch auf die Liste. Weil, wenn wir die Holzmap nämlich fertig haben, können wir auch mal was Neues ausprobieren. Was danach so kommt. So. Genau. Der Fanta hat es ja vorhin gerade angesprochen. Fanta hat nämlich in Euro Truck Simulator 2 Server gemacht. Was war denn bei dem 19er noch? Da gab es doch auch nochmal eine schöne Map von Schleswig-Holstein. Wenn ich mich nicht richtig erinnere. Also irgendwas war da noch gewesen. Ja, weil wie gesagt, ich habe den 19er auch noch auf der Platte, also den zocke ich ja halt auch noch. Also ich habe halt noch mein So. Sollen wir mal was probieren? Vielleicht klappt das ja. Jetzt nehmen wir mal einen Ascht. Das holen wir mal aus hier. 1, 2. Ach. Hat aber gerade noch kurz. Dann bist du ja auf jeden Fall hier richtig. Wir haben Cosplay. Also Cosplay ist bei mir aktiviert. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher, ob... Hallo Rainer, schön, dass du da bist. Ist ja nicht so, als hätten wir uns vorher nicht gesehen, ne? Das ist übrigens der liebe... der Rainer ist der...
War nämlich der, wo mich da gut vermittelt hat, für Zeitung auszutragen. So. Ja, also nochmal zurück zum ATS 2 Multiplayer. Also, wie gesagt, ich bin momentan erstmal viel dabei, Multiplayer zu zocken. Oder möchte halt momentan erstmal viel mehr Multiplayer zocken. Egal, ob das jetzt LS ist oder ATS. So. BB. Und okay. Weil, ja, auf der Hautbella-Raw gibt es momentan nicht so viel zu machen, weil ich bin da, also wie gesagt, schon öfters, ich bin da experimentell was am Plan, und zwar mit Oliven und Trauben, dass wir den Winzer irgendwann mal am Laufen bekommen. Und, Fanta, guck mal, diese Bäume da, die Buche. Kannst du nicht Daniel zu mir sagen? Oder Daniel, wie du, gerne. Mutter, das hört sich immer so. Meister Daniel. Ja, hast du schon diesen neuen Mod gesehen von Farming Simulator? Das schneide ich mir jetzt raus und dann mache ich einen Alert für dich draus. Nein. Meister Daniel. Dieses neue Gewächshaus? Das neue Gewächshaus. Ja, Greenhouse Modular Set. Das hört sich interessant an. Greenhouse Modular Set. Okay. Hey, guck mal, du bist schon begrüßt, der neue Meister. Ich fühle mich nicht angesprochen. Green. Haus. Schreibe ich ein Haus? Oh Gott. Ey, ich kann Englisch schreiben, was geht aus? Du. Set. Ach. What? Sammeln, das geht ja eben. So, Modular Gewächshaus Pack. Der Baukasten möchte euch eine Produktion. Tomaten, Salat, Erdbeere einzustellen. Fallklein. So. Nein, ich bitte euch. Auch die großen Produkte von Tomaten, Salat und Erdbeeren einzustellen. Mehr nicht? Okay. Und es gibt neue Ölproduktion. Okay. Erdöl. Erdöl, oh Gott. Also ich komme aus Baden-Württemberg. Verteiler, oha. Aber meine Oma ist Lutsch. Ach, hey. Ach, du heiliger Strohsack. Geil, oder? Och, ey, das wird. Ey, das. Okay. Aua, ganz ehrlich, also, denn. Ich lad mir den runter, aber der geht auf die experimentelle Karte drauf. Das ist nicht schlecht. Ja, ja. Hab ich auch gleich heute Morgen runtergeladen. Also, das ist nicht schlecht. Wow. Jetzt fängt's bei mir an, schon wieder mit. Ach, das ist ja mal nett. Also da müssen wir mal da. Super. Und vor allem, das sieht so schick aus, also. Ach, ganz ehrlich, wir sind die Leute, die aus dem Norden, Osten, also die sind sowieso bei mir als Favoriten drin, weil nicht nur wegen dem Dialekt, aber auch das Warmherzliche ist einfach da. Ja. Alles klar, LW. Danke, wie gesagt, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Start in den Montag. Lass dich nicht ärgern, auf jeden Fall. Ja. Und... In NRW, ja, mein bester Kumpel kommt sogar aus NRW her, also. Daniel, die Bäume hier, guck mal, Ja?
Die kannst du wegmachen. Ganz wegmachen. Die brauchen wir nicht klein zu machen. Ne? Wie machen wir das? Alles klar. Yep. So. Alles klar. Ja, ist auch kein Problem. Wie gesagt, hier ist jeder willkommen. Hier hat keine Vorurteile. Hier ist Freiheit. Hier wird Freiheit groß geschrieben. So. Dann machen wir mal ein bisschen. Nicht, dass ich hier wieder zu laut bin mit meinem ganzen großen Scheißdreck da. Was zum Arbeiten hier. Ach, hier steht ja immer noch so ein Baum. Kann man auch wegmachen. Auch wieder Platz. Also NRW gibt es einen Ort, den mag ich ganz dolle. Das ist einmal Soest, also da, wo halt mein wo ich schon mal Urlaub gemacht habe. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig ausspreche. Reda Wiedenbrück. Zwar habe ich da mal bei den Franziskaner war ich zu Gast mal bei denen gewesen. Ja, gibt's auch schönes Franziskanerbier. Im Kloster habe ich bei denen übernachtet. Die waren cool, ey. Die waren richtig cool drauf. Habe ich auch ungefähr drei Wochen mal Urlaub gemacht. Ja, alles mal angeguckt. Und das Schönste, du kamst bei denen in den Garten rein, oder in der Hof, und dann hast du erstmal hier, wie heißt's? Kräutergarten gerochen, schon am Morgen, wenn du Hinze aufgemacht hast. Und das war so cool. Oh. Also das war eine richtige Erholung für mich. So. Gott, ich werde schon meinen, ich werde den Grupper hier schon mal holen, ey. Achso, okay, dann machst du dann hier weiter. Alter Schwede, die Büsche stellen aber auch manchmal in der Forstwirtschaft, ey. Sag mal, gab es nicht irgendwie so einen Mod, wo du von außen den Charakter sehen konntest? Mhm. Oder, ich weiß nicht, wie heißt. Geht das nicht mit einer F12-Taste? Ich bin da jetzt auch gar nicht so sicher, ja. Ich habe mir nicht mal Pumps für Pump and Hoses habe ich ja auch nicht auch mal noch gar nicht ausprobiert. Ey. Weil ich die Hautbellerau momentan gerade komplett am Umstalten bin. Ey. Hm? Mhm. Weil so wie es jetzt ist, erkennt man es ja gar nicht. Und ich habe mir schon überlegt, dass ich vielleicht so einen kleinen Nachreport machen werde. Aber halt, viele Aufnahmen machen muss für das Video, weil das wird schon interessant.